meine Liebe, du hast zwei Menschen aus dem Iran. Das ist unser Begun. Frau Leben Freiheit, hast du die Organisation? Und sie hat diese beiden Menschen hier eingeladen, weil sie, du erzählst dem das. Genau, wir, also unsere Freunde, die jetzt hier sind, das sind explizit Personen, die stellen sich gleich selber vor, die in der Frau Leben Freiheit Bewegung an den Protesten teilgenommen haben und wie man auch jetzt hier bei dem einen sehen kann, leider aufgrund eines Direktgeschosses ein Auge verloren hat. Die Herrschaften sind mit einer humanitären Visa nach Deutschland gekommen, dafür haben wir uns eingesetzt. Beziehungsweise, ich glaube, im Munich Circle war das bei euch, richtig? Asmonichtige. Okay, auf jeden Fall hat eine Organisation es so weit gebracht, dass die Herrschaften hierher kommen konnten. Ich werde jetzt eins zu eins versuchen zu übersetzen, weil die natürlich der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ja, dann erstmal ein Applaus für unsere Verletzten. Achso, wir brauchen zwei Mikros. Also, hallo. Salam, man Ali Misri astam. Yek mubarez, yek zakhmi, yek shahrvand, porsishgar. Hallo, ich bin Ali Misri und ja, ein Freiheitskämpfer. Aus Mahabad, aus Kurdis, also aus der kurdischen Region Mahabad. Wenn ihr in mein Gesicht schaut, merkt ihr, dass ich nicht vollkommen bin. Mir fehlt ein Auge. Was ist passiert, dass ich ein Auge verloren habe? Die Antwort ist sehr kompliziert. Als ich rausgegangen bin, um an den Protesten der Bewegung Frau Leben Freiheit teilzunehmen, weil aufgrund der Unterdrückung dieses Regimes in den ganzen Jahren, die Sicherheitskräfte des islamischen Regimes haben mit Religion Ausstößen wie Ja Fatime, Ja Heydar, Heydar haben sie ihm ins Gesicht geschossen. Weil er ja den Islam in Gefahr gebracht hatte. Das Einzige, was ich in Gefahr gebracht habe, beziehungsweise wir alle in Gefahr gebracht haben, ist das Bett von Ali Khamenei. Jemand, der denkt, Ali Khamenei denkt, er ist Gott und Gott spricht durch ihn zu uns. Außer Mord, Terror, Hinrichtung, brutale Kindermörder und terroristische Aktivitäten kommen nicht vom also es ist nichts anderes von ihm zu erwarten, genauso wenig wie das, genau das gleiche ist auch hier in dem IZH passiert. من مخالف اسلام نیستم چون عزیزترین کس زندگی من یعنی مادرم مسلمان است. Ich bin nicht gegen den Islam. Der liebste Mensch in meinem Leben, meine Mutter, sie ist Moslem. Meine Mutter ist letztendlich auch das Opfer dieser Regierung, dieser islamischen Regierung. Das, womit ich kämpfe, ist der politische Islam. Taliban ist Daesh, ist Jumhuri Islami. Taliban, Islamische Republik, ISIS. خطاب به کسانی که از مسجد آبی دفاع میکنند میگویم ich warne alle die immer noch versuchen
Also ich warne alle die, dich für die Öffnung der Moschee einsetzen. شما چه بدانید چه ندانید اگر از مسجد آبی دفاع کنید علی خامنه ای را خدای خود فرض کرده اید و طالبان و داعش و حزب الله را برادرانتان alle die dafür sind beziehungsweise alle die Entschuldigung, jetzt war wieder ein Fort. Ich bin sehr mitgenommen von dem, was hier erzählt. Also nochmal, entschuldigen Sie, muss ich bewerfen, meine Damen und Herren, Batsch, schon mal ein Halbchen sind. Alle Befürworter des IZHs sind letztendlich Befürworter der Hisbollah, der Hamas, des islamischen Regimes und der IS. پس برای حفظ اسلامتان جلوی جمهوری اسلامی و طالبان و دوستانش را بگیرید. Also, in eurem Interesse, im Interesse des Islams, solltet ihr dagegen sein. Im Interesse des Islams solltet ihr solltet das verteidigen, was wir hier tun. چون کسانی که اینها از دین بیزارشان کردن بسیار بیشتر از کسانی هستند که مسلمان کردند. Weil die Wut der Menschen, die letztendlich durch dieses Regime zum Atheismus, also dem Atheismus umgewandt sind, deren Wut ist noch viel höher als die, die jetzt sich hier quasi jeden Freitag noch versammeln. Das sind blutrünstige Terroristen. Lasst euch nicht von ihnen blenden, nimmt nichts von ihnen an. Sie stehlen von den Armen, um den eh schon, entschuldigen Sie, verfressenen Führern noch weiter die Bäuche zu füllen. اگر خود را مسلمان میدانید، پول یتیم نخورید و دست از حمایت طاغوت بردارید. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. Ja, er hat was Wahres gesagt. Daneben haben ein Zelt geschlagen und sie bieten Kuchen, Kaffee und so weiter an. Das ist die Mentalität der Islamisten, immer Menschen mit Essen zu werben. Pass auf, nimm von denen nichts an. Danke, danke. سلام میکنم خدمتتون. امروز از طرف کارزار جهانی اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان اینجا حضور دارم. Ich bin heute hier um gegen Gender Apartheid in Iran und in Afghanistan zu demonstrieren. جمهوری اسلامی از سال 57 که سر کار اومد کم کم با سر کردن حجاب بر زنها خواست اونها رو خونه نشین کنه. Als die islamische Revolution war 79, ging es langsam los. Also man hat versucht mit dem Hijab die Frauen quasi häuslich zu machen. اما این زنان سرکوب شده فرزندانی به دنیا آوردن که بلای جون جمهوری اسلامی شده. Aber diese Frauen, die unterdrückt wurden und häuslich gemacht wurden, sie haben Kinder zur Welt gebracht, die jetzt quasi für die Freiheit kämpfen. Ja, das war nicht ganz richtig. Also, er hat es anders ausgedrückt. Ich muss manchmal überlegen, entschuldigen Sie bitte, mein Persisch ist auch eingerostet. Ja. Also nach 38 Jahren hier, da ist auch alles ein bisschen nicht mehr da, wo es sein soll. Also, wir sind deine
Zum Albtraum. Also, die häuslichen Frauen, jetzt habe ich es, entschuldigen Sie. Die häuslichen Frauen haben Kinder zur Welt gebracht, die jetzt der Albtraum des Regimes sind. So, ja. So war das. زنانی که دیگه نمیشه توی خونه نگهشون داشت. Diese Frauen kann man nicht mehr zu Hause halten. زنها این بار اومدن توی خیابونها. Die Frauen sind auf die Straße gegangen. فریاد زدن زن زندگی آزادی. Haben geschrien, Frau Leben Freiheit. و پایه‌های حکومت مردسالار جمهوری اسلامی رو لرزوندن. Und haben die Füße der patriotischen islamischen Regierung, also ihnen quasi die Stuhlfüße unter den Hintern weggerissen. زنان ایران کاری کردن که تمام زنان خاورمیانه اکنون به خودشون باور دارن. Die iranischen Frauen haben mit ihrer Bewegung, mit dieser Women Life Freedom Bewegung etwas vollbracht. Alle Frauen im Nahen Osten haben wieder Selbstbewusstsein erlangt und haben einen stärkeren Charakter bekommen, um sich selbst auch für ein freieres und besseres Leben einzusetzen. Jinjian Azadi, Kabus tamam hukumat-haye pedarsalar va diniye. Die Frau Leben Freiheit Bewegung ist der Albtraum aller Islamisten. Va in zanha sedaye tab'iz, zul و جنایتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده رو به جهان رسوندن. Und mit der Frau Leben Freiheit Bewegung im Iran haben wir es der ganzen Welt gezeigt, dass man so nicht mit Frauen umgeht, dass einfach auch das Zeitalter vorbei ist und man sich ja, mir fehlen auch manchmal die Worte, weil ich sehr emotional werde, wenn ich das alles höre. Auf jeden Fall die Frau Leben Freiheit Bewegung, ich kann es nur wiederholen, ist der Albtraum der Islamisten. زنان در افغانستان با سرکوبی که طالبان داره اعمال میکنه حق تحصیل رو ازشون گرفته، حق بیرون اومدن از خونه رو ازشون گرفته، حق کار رو ازشون گرفته. Die Taliban in Afghanistan haben den Frauen so gut wie alle Rechte genommen. Sie dürfen nicht mehr raus, sie dürfen sich nicht mit fremden Männern unterhalten, sie dürfen nicht zur Schule gehen. Sie sind eigentlich so ziemlich von allen öffentlichen Aktivitäten und Plätzen verbannt worden. Unsichtbar gemacht worden. Man will sie unsichtbar machen, genau. باز هم تا رگ گردنشون پای عقایدشون وایسادن و دارن با طالبانی میجنگن که واقعا وحشت برانگیزه. Man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, unter der Herrschaft der Taliban zu leben. زنان خاورمیانه شجاعت رو به زنان جهان دارن یاد میدن. Die Frauen im Nahen Osten haben den Mut international rübergetragen. و جنجیان آزادی داره یک بذر امید در قلب هر زنی میکاره که مورد تبعیض، خشونت و یا ظلم. Und die Frau Leben Freiheit Bewegung hat hat etwas gesät, und zwar der Ruf nach Freiheit und der Ruf nach Mut. Die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung hat viele Frauen geholfen, sich aus ihrer meist perspektivlosen Lebensatmosphäre zu lösen, zu emanzipieren. در کنار زنان ایران و افغانستان بیستید. Steht gemeinsam mit uns, mit den iranischen Frauen, mit den afghanischen Frauen, um Hand in Hand gegen dieses Mullah-Regime und gegen die Taliban zu kämpfen. Wir sind es leid. Jinjian Azadi. Jinjian Azadi.